müsst euch diesen Blick geben. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass das noch übertroffen wird, aber urteilt selbst. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie ich ja schon im letzten Vlog angekündigt habe, geht es heute los zu einem UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist ein bestimmter Gletscher, der nicht weit weg von hier ist. Und da wollte ich heute eigentlich mit Benjamin hinfahren. Aber es ist wirklich... Die ganze Zeit war super Wetter. Gestern habe ich nichts vorgehabt. Es war super Wetter. Und heute... schüttet es aus allen Kübeln. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob wir die Sache abblasen oder ob wir es trotzdem machen. Ich würde es natürlich eigentlich gerne trotzdem machen. Deswegen müssen wir mal schauen. Aber ich werde auf jeden Fall in knapp 30 Minuten von Benjamin hier abgeholt. Netterweise. Und jetzt gehe ich erstmal frühstücken. Dann packe ich meine Sachen noch zu Ende. Obwohl es eigentlich schon ganz gut aussieht. Und dann hoffen wir mal, dass es dann losgeht. Ich bin gespannt. Ja, also dazu sage ich einfach mal typisch Schweiz. Jetzt ist das Wetter auf einmal wieder super. So schnell kann sich das hier ändern. Gut für uns, gut für unseren Trip, denn jetzt geht's los. We go together. Better than birds of a feather, you and me. We change the weather. Yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for you. Ob ich das gesehen habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der Ort, durch den wir jetzt fahren, hat einen ganz tollen Namen und eine ganz tolle Geschichte. Der Ort heißt Bitch und jetzt hat mir Benjamin diese Woche mal ein Funfact über diesen Ort genannt. Ja, Bitch hat vor 1-2 Jahren von Pornhub gratis Premium erhalten. Das ist ja doch Oberhammer, oder? Warum? Nur weil die so heißen? Ja, nur weil die Bitch heißen. Wow. Aber gibt es da nicht mehrere, die so in der Art ähnlich heißen? Ich meine, es gibt ja so viele komische Dörfer auch in Deutschland, die so, naja. Komische Namen haben. Ja, genau. Aber die, davon weiß ich nichts, dass die so eine Premium-Geschichte haben. Und wie kriegen die das dann raus über die IP-Adresse oder was? Keine Ahnung. Ach wie, du hast das noch nicht ausprobiert? Nee. Schätze mal, mit der Gondel wird es da gleich hochgehen? Ja. Okay. Ja. Da oben sind wir gleich. Wahrscheinlich noch weiter oben. Kannst du uns eigentlich ein bisschen was über diesen Gletscher erzählen? Was? Über den Gletscher? Wie bitte? Über den Knowledge. Mhm. Ja. Das ist UNESCO Naturerbe in der Schweiz, der größte Gletscher. Oh, echt? Kann ich mich richtig erinnern, ja. Okay. Aber das ist ein... Doch, glaube ich. Und der dickste, also er war mal, jetzt ist er noch rund 20 Kilometer lang. Und an der dicksten Stelle ist er 900 Meter dick. 900 Meter. Im Eismassiv. Nicht schlecht. Also ist da oben praktisch Winter. Jetzt? Nee. Aber wieso schmilzt da nicht alles? Ja, weil einfach kalt ist. Da fliegt, also. Der Gletscher wird ja länger die Kälte. Der schmilzt vielleicht zu den ersten paar Zentimeter schmelzen ab. Ja, wir haben doch jetzt locker schon fast 20 Grad. Das ist dem scheißegal. Ja, da oben hat es schon nicht 20 Grad. Ach so, okay. Schon kühl. Kühler, aber nicht kühl. Nicht kalt. Okay. Sind wir mal gespannt. Das ist jedes Jahr. Tali, einmal backen wir Rollbretter. Nein, also ich kann es gehen, aber sonst... Okay, alles gut. Das Gehen ist gut. Gut.
Danke. Ah, ich kann mit Geld umgehen. Ah, ich habe jetzt wieder Geld geholt, ich bin wieder flüssig. Ah, hier ist der Panoramakarte. Panoramakarte? Was kann man damit machen? Achso, das ist einfach eine Karte. Ja, also, vielleicht kommst du sie essen, wenn du Hunger hast. Essen? Achso, das war ein Joke. Von dir ein Joke. Das habe ich auch gar nicht gesehen. Wenn ich die jetzt aufmache, kriege ich die nie wieder zusammen, oder? Ja, einander saufen? Grüßen tun. Und sagen wir einander, wenn wir Hallo sagen, sagen wir Salut. Was? Salut? Jetzt Salut. Französisch? Salut, ja, wie auf dem Belgischen auch. Ja. Das heißt einfach nur Hallo oder Morgen? Ja. Hallo, Morgen. Okay, also kann ich das zu jeder Uhrzeit sagen? Genau. Okay. Und wenn wir uns verabschieden, sagen wir, denken Sie mal Ciao. Ciao? Genau. Ciao. Das sagen wir sogar auch. Leute, ey, ihr müsst euch diesen Blick geben. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass das noch übertroffen wird, aber urteilt selbst. Ich bin sprachlos. Ich bin echt sprachlos. Man merkt es dir an. Da sieht man mal, wie schön die Natur sein kann, wenn man an den richtigen Stellen ist. Ich weiß gar nicht, was ich dir zeigen soll, wenn du bei uns in Deutschland bist. So, guck mal, das sind Weizenfelder. Weizenfelder haben wir hier auch. Na, siehst du, wir haben, glaube ich, gar nichts, was hier naturmäßig das toppen kann. Nichts. Wir zumindest wüsste ich nichts davon, aber ich habe ja auch noch nicht so viel gesehen. Schönste Moment, den du hier in den Bergen haben kannst, ist gegen mal Abend, wenn du auf irgendeiner Alphütte bist. Sonnenuntergang, ne? Genau, die Sonne geht unter und die Berggipfel färben sich rot. Also wenn wirklich alles stimmt, dann sieht es aus, als ob die Berge brennen. Falls ihr dachtet, wir sind schon ganz oben oder so, nein, sind wir nicht. Wir fahren jetzt nochmal mit der Gondel, noch weiter hoch, in die Wolken da ungefähr rein. Aber es ist wirklich heftig. Richtig, richtig schön. Und es ist ruhig. Das Wetter ist perfekt. Also, als hätten wir es gewusst. There's a way up and I ain't coming down. Taking me higher. Higher. Fuego. Take me in, take a breath, ain't no hidden agenda. Von den ersten, die hochgingen, das waren 7 Stück. Zurück kamen 2. Wow. Einer oder 2 kommen zurück, der Rest ist abgestürzt. Und dann Schuhe und Seile und Eispicken, alles dann irgendwann am Fuße des Berges. Das sind, glaube ich, die Nordwand. Kannst du kurz halten? Jagdzimmer. Das sind, glaube ich, die Nordwand zu rund 100 Meter runtergestürzt. Wir sind jetzt hier auf dem, wie nennst du das, wie sprichst du das aus? Aletschgletscher. Also auf dem Gletscher sind wir noch nicht. Ja gut, hier ist trotzdem schon Schnee. Wir sind auf dem Bettnerhorn. Und wir sind jetzt auf einer Höhe von 2700 Metern über dem Meer. 2700 Meter? Ungefähr. Typläufer ohne. Oh, ist der nicht kalt? Wenn ihr diesen, sieht man das? Den See da unten? Nee, muss da gucken. Der See da unten links.
da drunter noch. Da waren wir eben an dem See. Einmal tiefer noch. Genau. Sag's nochmal, was ist das? Das ist, glaube ich, am Waldschnort. Echt? Das da hinten? Das da. Ah, okay. Das ist das Matterhorn. Genau. Sieht man von hier aus. Das steht... Ich habe jetzt gerade gesagt, das hier wäre das, aber... Majestätisch, das steht alleine da. Sonst steht da im Umkreis kein anderes Horn so hoch. Jetzt kommt sieht gar nicht so groß aus. Ich finde, das hier sieht alles noch viel größer aus, aber gut. Warte. Ja. Rund Luftlinie 30, 40 Kilometer weg. Irgendwo sonst. Wow. Das ist der Gletscher, ne? Alles Gletscher. Da. Ich weiß aus wie so eine fette Straße. Okay, da kann man wirklich nicht drauf rumlaufen. Fängt da oben an, downtown, kommen drei Gletscher, kommen zusammen. Hat sich hier über die Jahrtausende seinen Weg heruntergebahnt. Krass. Und da hört er dann auf, oder? War mal tiefer, viel tiefer. Achso. Sieht alles total animiert aus irgendwie. Das sieht irgendwie aus wie Eis, aber auch irgendwie wie Stein oder so. Eis mit Dreck. Eis mit Dreck. Siehst du da denn? Sag ich mal Rand. Ja. Da war er mal. Bis dahin, warte mal. Also sozusagen bis, ich versuch's mal für die Kamera sozusagen. Bis hier oben. Da war mal so hoch. Boah. Ja, sieht man mal, wie viel schön abgeschmolzen ist. War mal. Gut, es ist immer noch eine riesige Menge da, klar. Nur noch mal so als Vergleich, wie groß das eigentlich ist, weil ich finde, das sieht alles so übersichtlich aus. Da sind Menschen, da unten links. Jetzt sieht man mal, wie groß das hier alles ist. Was schätzt du, wie viel Grad wir hier haben? Hier? Ja. 12, 13 Grad viel, vielleicht. 12, 13 Grad im Juli. Ist eigentlich gar nicht so hart, ne? Langsam, aber sicher schmilzt das ganze Zeug, ja. Oh, shit. Ach, Mann. Gekommen. Ja, ein bisschen. Ach, siehst du, jetzt müssen wir doch noch über deinen geliebten Schnee rüberlaufen. Jetzt müssen wir doch noch über Schnee laufen. Ey, ohne Flachs, ich rutsche hier weg. Ich dachte, ich will auch noch mal was sehen, Leute. Winter Wonderland. Schauen wir mal machen, oder? So, wir haben jetzt lecker gegessen. Jetzt machen wir uns wieder auf den Weg nach unten. Denn der gute Benjamin engagiert sich ehrenamtlich in der Feuerwehr und da hat er heute noch einen Termin. Aber wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Ich bin hin und weg, mal wieder. Und ja, ihr wisst, ihr habt es ja selbst gesehen. Das war wieder mal der absolute Hammer. Vielen Dank nochmal an Benjamin. Ne? Wenn ihr irgendwelche interessanten Hotspots sehen wollt oder entdecken wollt, dann empfehle ich ihn als Reiseführer offiziell. Sehen wir uns wieder, wenn ich im Hotel angekommen bin. Ja moin, es ist jetzt schon Dienstag. Ich bin gerade dabei, den Vlog zu schneiden und ich habe eigentlich gedacht, dass ich in dieser Szene den Vlog beendet hätte. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Mir hat er auf jeden Fall gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und bis dahin, haut rein. Beautiful people, top designer clothes, front row fashion show.